Hallo wieder. Wir sind in Karlsruhe und es gibt nur wenige Tage vor der Eröffnung der Hannover-Spiele. Wir haben ein großartiges Programm. Das müssen Sie unbedingt mit uns zusammen erleben. Ich denke, dass die größte Hannover-Ära natürlich schon sich die Karten für zwei offene Inszenierungen besorgt, aber es gibt ein umfangreiches Konzertprogramm und das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wir fangen an bei den Konzerten mit konzertanter Aufführung von Theodora, einem der späten Oratorienwerken von Handel, mit großartiger Besetzung mit der Badischen Staatskapelle und Kölner Kammerchor, und machen es weiter mit Konzerten in der Christuskirche am Mühlburger Tor, einer der schönsten Kirchen in Karlsruhe, wo man wirklich also ganz besondere Emotionen kriegen kann und wo auch die weltberühmten Künstler auftreten. Hier sind die Gesichter. Da ist die italienische Sopranistin Patrizia Cioffi, also die auf größten Bühnen der Welt zu erleben ist und jetzt auch in Karlsruhe. Anna Bonitatibus, auch die Italienerin, die Handel-Musik schon seit 2 Jahrzehnten singt und sehr für ihre Handel-Interpretationen berühmt ist. Jakob Josef Orlinski, der junge Pole, der Shootingstar von morgen, zum ersten Mal in Karlsruhe, zum ersten Mal mit Handel. Und Donna Leon, die kennen Sie sicherlich auch. Die ist die Creme-Autorin und Handel-Junkie, wie sie sich nennt. Und sie kann uns recht viel über Handelsmusik erzählen. Erleben Sie das mit uns in der Christuskirche.